Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute spreche ich wieder mit dem David. Hallo David. Hallo von mir. Und natürlich mit dem nun wirklich zum Inventar gehörenden Raphael. Hallo Raphael. Hallo, schön Inventar zu sein. Ja, heute ist der zweite Teil vom Einführung in die Welt des Schwarzen Auges. Wir haben das letzte Mal über das Mittelreich, also die mittleren Reiche und die nördlichen Reiche gesprochen. Heute geht es dann Richtung Süden, Aranien etc. Und bevor wir damit anfangen, habe ich gehört, Raphael, du hast es ja auch schon in der Facebook-Gruppe angekündigt. Es gab eine erste Spielrunde von den Sternenträgern Nummer 5. Genau, die hat passend gestern stattgefunden und ich bin sehr zufrieden. Die Runde hatte auch viel Spaß gehabt, hat aber auch noch konstruktives Feedback gegeben, was wir dann schauen, noch ins Abenteuer nochmal einzubauen. Und die Gruppe fiebert jetzt sehr dem sechsten und finalen Band entgegen und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich bin gespannt. Wann kommt denn die 5? Weiß man das schon? Ich weiß es nicht genau. Der Band 4 ist jetzt in einem Collectors Club sichtbar und wir sind ja in der plus 3 Monats Phase wieder drin, also würde ich mal tippen, dass so zum ersten Türchen des Adventskalenders möglicherweise ein PDF zumindest im Collectors Club in Sicht sein könnte. Da sind wir ja gespannt. David, schreibst du im Moment dann auch noch irgendwas? Dings wahrscheinlich, ne? Al-Anfang-Kampagne. Genau, wobei da tatsächlich das Schreiben schon ziemlich hinter mir liegt. Es ist jetzt Ende des Monats soll ja der letzte Teil, der Fluch der Hornechse, erscheinen und das ist auf der Ulysses Online Convention das Con-Abenteuer, was es dort gibt, zusammen mit dem Con-Paket. Sohn einer Heldin, das ist auch von mir und das hat so ein kürzeres Format, Heldenwerk-Umfang. Das wird auch einen kleinen Bezug zur Rabenkrieg-Kampagne haben, aber da ist tatsächlich die Schreibarbeit schon getan und das ist jetzt nur noch in der Endfertigung bzw. im Druck. Du bist ja auch schon mal. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem nächsten Reich, Aranien. Aranien liegt, Karte gesehen, östlich und südlich vom Mittelreich. Was könnt ihr mir über Aranien sagen? Da wachsen Geranien. Das weniger, aber Orangen findet man dafür dort. jene leckeren Früchte, die vielleicht für Mittelreicher noch als durchaus exotisch gelten, aber Spaß beiseite. Aranien hat ja ehrlicherweise einen Ruf sich auch etabliert in Aventurien über die Jahre, nämlich, dass es der Landstrich ist mit dem überproportionalen hohen Anteil gut aussehender Menschen. Ob das an der aranischen Luft liegt oder woher auch immer, das weiß ich nicht, aber das ist irgendwann, kann ja auch nicht sagen, wo das herkommt, zu einer Setzung geworden, die ja bis heute gültig ist. Es ist ein Teil der Thulamidenlande, der, ich sag mal, auch eine wechselhafte Geschichte hinter sich hat. Viele Jahre zum Mittelreich gehörte. Eine ganz alte Geschichte will ich hier gar nicht eindringen, das werden wir sicherlich im Rahmen der Zeitalter mal ein bisschen näher drauf eingehen, was da noch passiert ist. Aber es hat viele Jahre zum Mittelreich gehört und ist aber seit einigen Jahren ein freies Reich, was sich aber auch von den Thulamidenlanden noch emanzipiert und eben auch dadurch sicherlich eine gewisse Besonderheit hat, dass dort das strenge, in Anführungszeichen, oder ein deutliches Matriarchat herrscht. Das heißt, die Frauen sind an der Macht. Die aktuelle Königin ist von der Königsmutter ausgewählt worden seinerzeit. Der König, also der Sohn der vorherigen Königin, damals auch noch Fürstin natürlich, der ist halt so ein Ritter, der tolle Abenteuer erleben kann und die Herrschaftspflichten seiner Frau überlässt und natürlich mal leidige Zeremonien leiten muss, aber eher so ein richtiger Held ist, in Anführungszeichen. Die kann man auch in einigen Abenteuern begegnen, weil er eben nicht, wie zum Beispiel eine Rohaya von Gareth, eigentlich nur noch herrschen muss, sondern weil er weiß, das macht seine Frau, das ist auch ihr Job und er will dann gerne so ein bisschen romantisierte Heldenabenteuer erleben. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ja, ich mag Aranien sehr gerne. Da habe ich das hier mal an mich genommen und ist ein, finde ich, sehr toller Start, weil er auch ehrlicherweise sehr viele verschiedene Abenteuer in der Zeit in Aventurien hat. Auch mit diesem ehemaligen Reich Oron auch ein sehr düsteres Setting, was auch nicht überall gleich gut ankam, weil es ja auch so ein bisschen diesen Birkeleel-Kult, das ist ja auch nicht das, was man am Spieltisch mal so nebenbei aufspielen wird, hatte, aber er hat eben, es sind
viele verschiedene Sachen passiert und der hat halt eine lange Hintergrundgeschichte. Ich mag es da, fühle mich da wohl. Okay, fangen wir erstmal an. Baekeleil, nur kurz, da kommen wir noch bei den Göttern dazu, aber nur ganz kurz, was ist Baekeleil oder wer? Die Gegenspielerin Rajas, also die erzdämonische Gegenspielerin. Okay, so, dann hast du gesagt, es gab da ein anderes Reich auf dem Gebiet von Aranien. Genau. Gab es da Bürgerkrieg oder keine Ahnung, was ist da passiert? Ich rede einfach mal weiter, David, du springst ein, wenn du was sagst. Genau, sagen möchtest. Genau. Ich mache das gerne genauso. Ja, das war tatsächlich zu der Zeit der Invasion Borbarats und da hatte ich gerade schon ein bisschen was von dem strahlenden König erzählt, denn der strahlende König hatte tatsächlich auch eine Schwester, Dimiona. Und jene Dimiona fühlte sich um den Thron gebracht. Sie wollte Königin werden und sie war eine Hexe und hatte auch ein Vertrautentier, was ein bisschen suspekt war, sag ich mal so. Und ja, ich würde ja jetzt, wenn ich ein Freund Dimionas war, würde ich ja sagen, durch Lügenpresse dargestellt, wer weiß, was da Fake News sind und was nicht, ist sie von diesem Vertrauten irgendwie beeinflusst worden, wie auch immer, aber zumindest hat sie versucht, den Thron an sich zu reißen, ist dafür auch ja, weggesperrt worden, als man es verhindern konnte und wurde dann von diesem Borbarat eben seinerzeit befreit aus einem Neonitenkloster und hat von ihm die Möglichkeit bekommen, Aranien an sich zu reißen. Das ist ihr auch beinahe vollständig gelungen, aber durch ein Piraine-Wunder konnte es zumindest verhindert werden, dass der größte Teil Araniens ihr quasi durch dämonischen Einfluss folgt und nur eines der, ich glaube es sind vier Sultanate ist ihr gefolgt, Elburien damals, und dort hat sie dann ein Reich errichtet. Die Leute sind ihr ja, mehr oder minder freiwillig gefolgt. Dann wurde ein riesiger Dornenwall gewachsen, sodass man da wirklich auch eine physische Trennung hatte. Und dort richtete sie dann so ein Reich unter der erzdämonischen Herrschaft gewissermaßen ein, das aber vor einigen Jahren dann erfreulicherweise zurückerobert werden konnte. Und die gute Dimiona dann auch ihrem finalen Schicksal zugeführt werden konnte. Sie ist nicht. Es gibt da zahlreiche Abenteuer, genau, aber vielleicht damit willst du was sagen, ja. Sie selbst ist nicht mehr, weil das ganz gut gelöst ist, weil sie eben nicht schlagartig verschwunden ist und alles ist wieder, wie es vorher war, sondern es ist eben ein Land, was auch Wunden davon getragen hat. Einmal eben durch Zerstörung und aber auch in den Seelen und Erinnerungen der Menschen. Und es ist durchaus auch so, dass es eben noch Hinterlassenschaften gibt, dass zwar offiziell ist alles wieder gut und die götterfürchtige Seite hat gesiegt, aber es gibt eben hier und da im Verborgenen noch Anhänger der alten Macht, die deren Ziele noch weiter verfolgen, und es gibt eben auch noch viele, die mit Grauen daran zurückdenken, was einmal war, weil sie eben selbst im Krieg Narben davon getragen haben oder zu den Unterdrückten damals gehört haben. Das heißt, Dimiona ist zwar vertrieben, aber sie ist immer noch sehr gegenwärtig in den Spuren, die sie hinterlassen hat. Okay, also es ist wieder normal. Was haben wir denn sonst so? Gibt es da auch wieder innerhalb Araniens verschiedene Fürsten? Tümer oder keine Ahnung, wie das da heißt? Oder ist das einfach ein großer Komplex zur Zentralregierung und sonst was? Das ist schon im Wesentlichen eine Zentralregierung durch die Maharani, die Königin. Es gibt da sogenannte, ich glaube mittlerweile heißen sie Rajarate, ehemals halt so als Sultanate oder Grafschaften, wie man das nennen möchte, vielleicht übersetzt ins Mittelreich, vier Stück. Macht so ein bisschen Krieg, und dann können wir ja schon fast überleiten an einer Stelle mit Sultan Hasrabal, einem mächtigen, einflussreichen Fürsten der Ptolemidenlande. Der hat nämlich einen Teil Araniens besetzt. So gesehen ist da unten nach wie vor nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das währt nun auch schon einige Jahre so, und ich würde mal tippen, das hält auch noch ein paar Jahre an. Okay, und gibt es irgendwie Städte oder irgendwelche Akademien oder sonst irgendwas, was man da wissen sollte, was es da gibt, was man dann bestimmt schon mal hört? Also die größte Stadt ist Zorgan. Magierakademien in dem Sinne gibt es in Aranien faktisch nicht, sage ich mal. Zorgan hat eine Magierschule, eine Illusionistenschule. Das rührt auch daher, dass eben der Stand der Magier nicht sehr angesehen ist in Aranien. Hexen haben dort weitaus mehr Einfluss. Es gibt aber andere bekannte Städte, sicherlich Barburin ist für jeden oder jede Rondra-Gläubige so ein Ort, den man einmal im Leben mindestens erreichen muss, mit dem einflussreichen Rondra-Tempel und also wirklich ein Ort in der guten Kriegerakademie. Das ist schon ein sehr besonderer Ort. Ansonsten ist Elburum eben sicherlich noch eine bekannte Stadt, eben damals die Herrschaftsstadt von Oron, und auch heute so eine Stadt, wo man halt sich alle Mühe gibt, auch wieder als strahlend helles
Stelle Ort dazustehen, aber wo es eben auch noch immer wieder Schattenseiten irgendwo im Hintergrund gibt. Also ein schöner Ort, um Abenteuer zu erleben. Okay. Die Hauptstadt ist dann Zorgan oder Fasan oder Baburin, Perikum. Habe ich mal so die größten Städte genannt. Ja, genau. Perikum und Fasan gehören nicht zu Aranien. Perikum zum Mittelreich und Fasan ist eine eigenständige ptolemäische Stadt, Stadtstaat. Und Zorgan ist allerdings die Hauptstadt, auch eine durchaus größere Stadt, für aventurische Verhältnisse durchaus, ja, kann man sagen. Mhm. Tatsächlich wahrscheinlich am bekanntesten den meisten DSA-Spielern durch die gleichnamige Krankheit, die Zorgan-Pocken, eine wirklich eine Krankheit, die vor einigen Jahrzehnten fast die Stadt ausgelöscht hat und auch als kaum heilbar gilt. Und da kann man schon in einigen Abenteuern mal an verschiedenen Stellen in Kontakt mitkommen. Also vielleicht nicht sehr rühmlich, dass das Bekannteste für den Namen eine Krankheit ist, aber das ist sicherlich was, was viele Leute einfach kennen vom Namen her. Okay. Du sagst es immer, es gehört aber nicht zu den Ptolemidenlanden oder so, irgendwie doch, oder? Ich würde es nicht dazu zählen, Daniel, ich weiß nicht, wie du siehst an der Stelle. Ja, es gibt, glaube ich, es gibt dieses den Begriff Tor zu den Ptolemidenlanden in dem, ich glaube sogar im Almanach steht das auch so. Also es ist so ein bisschen ein Übergang. Es ist auch so, dass Aranien eine Zeit lang mal Provinz des Mittelreiches tatsächlich war und es deswegen auch Landesteile gibt, die noch stärker, ja, mittelaventurisch geprägt sind und eben südlichere Teile, wo der ptolemidische Einfluss stärker ist. Aber ich würde auch sagen, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Gemisch auch, wo man von beidem Elemente hat und auch eine Menge Eigenes. Okay, dann kommen wir weiter nach Süden. Die schon hin und wieder erwähnten Ptolemidenlande. Ja, die sind, genau, das ist tatsächlich also ein Oberbegriff für eine Vielzahl von kleineren Herrschaftsgebieten und Reichen, die mal nur quasi ein größeres Dorf und die Umgebung sind, dann wieder auch große Städte, die seit Jahrtausenden in Aventurien existieren, und auch kleinere Großstaaten, sage ich mal. Also da ist Kunchum zu nennen, das Großfürstentum Kunchum als relativ einflussreiche Macht, auch mit Zugang zum Meer. Und dann sind die Stadtstaaten Rashtul und die freie Stadt Fasar, die auch überregional bekannt sind und eben auch eine lange Tradition haben. Und dazwischen viele kleinere Orte. Ich finde das auch für Abenteuerautoren ganz spannend, weil es dort noch viele weiße Flecken gibt, wo man eben auch sagen kann, ich brauche jetzt mal ein Kleinkönigreich oder irgendwie ein Sultanat. Und da soll dann auch ziemlich was passieren. Dann ist das eine gute Gegend, um sich einen Ort zu suchen, der vielleicht noch nicht so intensiv beschrieben ist und wo man dann auch noch was einbauen kann, wo man tatsächlich größere Veränderungen auch vornehmen kann, ohne dass man gleich bestehende Setzungen total aus den Angeln hebt. Ich finde das auch für die heimische Spielrunde ein super Flecken, wo ich mir auch oft genug ausgetobt habe, weil es auch, ich meine, da kann man ohne Probleme den mächtigen Sultan von Ras El Bir oder so etwas definieren, weil er offiziell noch gar nicht richtig benannt ist und das ist dann halt jemand, der über so ein 2000-Seelendorf herrscht, was für die Helden aber ja erstmal vielleicht anders klingt, wenn sie von ihm eingeladen werden in seinen Palast. Also da kann man auch ein paar nette kulturelle Sachen einbauen und tatsächlich durch die ganzen Hinterlassenschaften früherer ptolemidischer Herrscher, diese ganze Zerstückelung, da kann man sich sehr austoben in der Gegend. Aber sind das jetzt ist das ein großes Reich oder wie muss ich dir vorstellen, die Ptolemidenlande? Weil Aranien gehörte ja auch mal dazu. Also ist da ein Herrscher irgendwo? Nee, das Verbindende ist tatsächlich weniger das Politische, dass das eine Großmacht ist, sondern das ist mehr das Kulturelle, dass man sagt, die haben alle ein ähnliches Verständnis der Götterverehrung, auch einen ähnlichen Speiseplan, sage ich mal, ähnliche kulturelle Ideale auch, wobei es eben auch dadurch aus Unterschiede gibt, während im Osten Aranien ja ein Matriarchat hat mit einer starken Überzeugung, dass Frauen eben einfach klüger, tüchtiger und stärker sind als Männer, hat man dann weiter westlich, wo es dann auch übergeht in das Kalifat, der Novadis, hat man genau die gegenteilige Vorstellung. Es es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt eben durchaus auch markante Unterschiede. Aber es gibt da keinen Herrscher, keine Herrscherin, die für sich beanspruchen kann, für die gesamten Ptolemidenlande zu sprechen. Im Gegenteil, das ist eher so ein Flickenteppich. Ihr habt gesagt, Aranien gehörte dazu. Wie konnte es dazugehören, wenn es eigentlich nichts zum Dazugehören gibt? Oder heißt dazugehören, dass es früher kein Matriarchat war?
Es gibt ja, also es gab vor 1500 Jahren so ungefähr, ja, das sogenannte Diamantene Sultanate. Das war wirklich ein echtes großes Reich unter einem sehr, sehr mächtigen Sultan. Das war ein mehr oder weniger geeintes Tulamidenreich, wo auch Iranien dazugehörte. Der ist allerdings dann im Streit oder im Kampf gegen die Bosporaner, kurz vor dem Fall Bosporans, tatsächlich ist dieses, ja, aufgerieben worden, der Diamanten-Sultan starb, die Bosporaner haben sich sehr viel einverleibt und ohne jetzt die Details der Geschichte zu kennen, so ein bisschen aus dem Kopf heraus, ist das natürlich ein Moment, wo dann etwas zersplittert ist einfach. Ne? Dann entstand dieser Flickenteppich, aber zur Zeit des Diamanten-Sultanats war das da einer, der die Krone auf hatte in der ganzen Gegend. Ne? Mhm. Ah, okay. Ja, Bosporan kommen wir dann später noch, oder? Ach, nee, du hast ja, gesagt, wenn, gefallen. Der ist ja, das ist ja vor 1000 Jahren mal gewesen, aber wenn wir uns weiter in den Westen bewegen, dann können wir über das heutige Horasreich sprechen und den Nachfolger des einstigen Bosporanischen Reiches, ja. Ah, okay. Also kommen wir noch dazu. Gut, wir haben also viele ja, kleine Stadtstaaten, Fürstentümer in den Tulamidenlanden, die alle verbunden sind, aber doch jeder einzeln. Und dann auch durchaus rivalisierend sind, genau, ja. Ah, okay. Dann gehen wir mal nach Osten. Im Osten liegt Madagaskar. Beziehungsweise, bevor wir zu Madagaskar kommen, oder wie es hier heißt, Maraskan. Die Kultur hier ist also eher so arabisch geprägt, oder? In den Tulamidenlanden meinst du jetzt, ja. Tulamidenlanden und Aranien dann genau. Eher auch, oder? Ja, ja. Ja, also Aranien, wie gesagt, als Zwischending kann man vielleicht am ehesten so Richtung Spanien verorten, ne? Was ja auch lange Zeit durch da hat ja maurische Einflüsse dort, ne? Also das, wo man einfach so ein Völkergemisch sieht. Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, weil ich habe immer gehört, dass das Horasreich eher Spanien so vergleichbar Anleihen. Ich glaube, Spanien ist sehr beliebt. Es gibt auch die Leute, die sagen, Almada sei das wahre Spanien. Und es gibt auch die Leute, Al-Anfa sei wie Neuspanien, die also quasi die kolonialen Besitzungen. Spaniens in der neuen Welt. Ich glaube, das ist, hängt immer davon ab, ne, welche, was man sich raussucht und wo man einen besonderen Wiedererkennungseffekt hat. In Aranien gibt es zum Teil sogar auch indische Aspekte, also sowohl beim Speiseplan, sage ich mal, als auch bei bestimmten Begrifflichkeiten. Merkt, das ist eben, glaube ich, auch so in DSA. Es gibt wenige Regionen, die wirklich so eins zu eins kopiert sind, sondern oft hat man verschiedene Ideen und Einflüsse genommen und daraus ja was Neues versucht zu machen. Mhm. Okay. Dann mein Madagaskar-Vergleich, Maraskan. Also hört sich hier vom Namen schon ähnlich an. Was ist Maraskan? Die Insel Maraskan? Natürlich eine sehr schwierige Frage, weil man sich jetzt hier, David und ich jetzt eigentlich nur ins Abseits bewegen können, weil Maraskan da tatsächlich eine Insel ist, ich behaupte mal, die sehr polarisiert in Aventurien. Es gibt Leute, die lieben Maraskan und es gibt Leute, die könnten mit Maraskan nichts anfangen und es gibt sehr, sehr wenige Leute, die dazwischen sind. Und ich weiß, schöne Grüße an meine geschätzten Autoren, Kollegen und Kolleginnen, die das mithören, wie Fred und Thorsten und andere, die Maraskan sehr lieben. Ich tue es nicht. Das wissen sie auch. Deswegen weiß ich nicht, David, wie es bei dir aus sieht, aber ich halte mich erstmal ein wenig zurück. Ja, also Maraskan ist tatsächlich schon so ein bisschen eigen, weil das sehr, sehr stark geprägt ist durch die ganz spezielle Philosophie und Religiosität der Bewohner, die auch sich nochmal unterscheidet im Grunde von allem anderen, was es gibt auf dem Kontinent, weil ja doch unabhängig von den politischen Reichen in vielen aventurischen Regionen die 12 Götter bekannt sind oder zumindest in der einen oder anderen Form verehrt werden. Überall da, wo Menschen leben, und Maraskan hat zwar auch die 12 Geschwister als Teil ihres Götterbildes, die sind aber eher untergeordnete Wesenheiten. Und die Maraskaner, die glauben an die Dualität, also alles, was gut ist, kommt mindestens zweifach oder in einem Vielfachen von zwei vor. Und alles Einzigartige ist dagegen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Ausgeburt des Bösen und kann nichts Gutes bringen. Und diese Philosophie der Religiosität, die durchdringt eigentlich das gesamte Leben in Maraskan. Ja, und die Insel selber, um noch kurz zur Ergänzung, die Insel selber ist halt natürlich auch, also einerseits eine sehr, sehr lebensfeindliche Gegend, muss man sagen. Also der Dschungel Maraskans ist wohl der mit Abstand tödlichste Dschungel Aventuriens. Da ist ungefähr alles, was sich dort befindet, ist sehr hochgiftig, behaupte ich mal. Und da hat man sehr wenig Chancen, lebend einfach mal ungestört durchzukommen. Andererseits ist die Insel, die Leute dort, wie David beschrieben hat, haben eine sehr eigene Weltsicht.
Das Mittelreich hat einen Eroberungsfeldzug vor einem halben Jahrhundert dahin geführt. Das fanden die schon mal nicht gut. Dann kam Borberats Invasion und Dämonenbündler. Das war auch nicht gut. Also da ist auch die Leute und das Land hat auch gelitten, muss man auch mal so sagen. Es gibt noch alte Echseneinflüsse, die auch nicht immer gut auf Menschen zu sprechen sind. Also deswegen ist das schon auch eine Gegend, die kaum, also wo auch einfach wenig ruhiges Leben ist. Man kann nicht in Maraskan in Ruhe vor sich hinleben und einen Bauernhof bestellen. Also natürlich gibt es auch solche Leute, aber die da droht entweder die nächste giftige Dschungel, der sich nähert, irgendwelche Dämonenbündler, Freischärler oder was auch immer. Also es ist eine durchaus umkämpfte Region, sage ich mal. Also umkämpft gar nicht mal nur, dass da Kriegszüge sind, sondern da ist einfach, ja, man muss sich seines Lebens erwehren ein Stück weit da, ja. Und auch da sind reale oder realweltliche Einflüsse sehr, sehr bunt gemischt. Das hat so ein Stück weit so was fernöstlich, japanisch-asiatisches, hat aber auch zum Teil afrikanische Einflüsse, zum Beispiel bei der Kleidungsart und auch beim, ja, bei dem, was die Leute essen. Und es hat teilweise so ein bisschen, oder einige Abenteuer, die dort spielen, haben so ein bisschen so ein Vietnamkrieg-Setting, sag ich mal, also im Dschungel, und da sind dann die Rebellen und die Eroberer, seien es die mittelreichischen Soldaten in früheren Jahren oder die Anhänger Borberats in jüngerer Zeit. Und zum Teil sind da auch so südamerikanische Dinge, also übersteigt jetzt auch mein Wissen, aber es ist auf jeden Fall auch eine ganz eigenwillige Mischung. Ich glaube, ein Land wie Maraskan gibt es auch so in keiner zweiten Rollenspielwelt. Okay, es ist eine lebensfeindliche Welt und die Menschen, die da wohnen, ist da irgendwas Besonderes dran oder sind die jetzt so besonders auffällig? Auf jeden besonders stark, besonders abgehakt, abgehärtet. Ja, und sehr gelassen. Also sie nehmen alles, was ihnen widerfährt, mit einer tiefen Gelassenheit hin. Das ist wahrscheinlich typisch für die Maraskaner, muss man wirklich sagen. Die Welt ist schön. Das heißt, alles, was in der Welt ist, und sei es auch das grässlichste Insekt oder die schlimmste fleischfressende Pflanze, ist irgendwie ein Ausdruck von Schönheit und muss als solcher verstanden werden. Und alles, was geschieht, hat auch einen höheren Sinn. Deswegen gehen die meisten Maraskaner sehr, sehr entspannt, sehr gelassen um mit allem, was ihnen widerfährt, auch vielleicht an Missgeschicken, und haben ein großes Zutrauen, dass am Ende doch die Welt ihre Erfüllung, ihre Vollendung finden wird und alles gut werden wird. Und das kann, je nachdem, wie es am Spieltisch dargestellt wird, auch schon manchmal etwas das Nervenkostüm der Mitspieler strapazieren, das ist meine Erfahrung. Diese tiefe Überzeugung, dass man selbst Recht hat und alle anderen das einfach nur nicht richtig sehen. Ah ja, das habe ich auch oft, wenn ich denke, ich habe Recht und alle anderen müssten es doch einfach sehen. Ja, der Unterschied ist nur, das passiert dir einmal am Tag oder auch zweimal, den Maraskanern passiert es einmal am Tag nicht. Dann, ich sehe schon, Maraskan wird eine interessante Folge, wenn wir zu Maraskan, ist das denn ein eigenes Staatsgebiet? Ist es da der Kaiser von Maraskan oder König? Ja, da muss ich auch mich mal outen. Ich habe viel über Maraskan gelesen und ich habe es bis heute nicht verstanden und ich behaupte, keiner weiß es so richtig. Es gibt diese Tetrarchen, die da eine Rolle annehmen. Ich glaube, die sind mittlerweile auch alle exiliert, sitzen in Festum oder Kunchum oder wo auch immer. Wahrscheinlich mal wieder einer nach Boran zurückgekehrt. Es ist auch nicht so, dass da große Einigkeit. Es ist halt auch ein Volk, ähnlich wie David es sagt, dadurch, dass sie viele Sachen gelassen nehmen oder das einfach mal anders sehen und jeder irgendwie schon die Meinung hat, er wüsste es eigentlich gerade ganz gut, haben sie auch nicht so den Heilsbringer, dem sie alle folgen. Es gibt da ein paar einflussreiche Priester, die auch sehr angesehen sind und deren Wort man viel Glauben schenkt. Aber so ein richtig geordnetes Leben wird dort einfach nicht geführt. Das ist Teil der Kultur. Und deswegen gibt es auch kein echt geordnetes Reich in dem Sinne. Und wenn der Tetrarch A irgendwas sagt und Tetrarch B was anderes sagt, macht man wahrscheinlich C. Ja. Ah, okay. Also gab es da auch noch nie so einen richtigen Eroberer? Also es wollte niemand Maraskan erobern, oder? Kann das sein? Dann dementsprechend? Die lässt man einfach so. Naja, also Kaiser Reto hat ja einen Eroberungsfeldzug damals geführt und auch einen größten Teil der Insel besiegen können, was die Leute eben noch, die Maraskaner in Mittelreichern verständlicherweise übel nehmen, ja. Ja, okay. Was ist tatsächlich ein Land, das sich zwar erobern lässt, aber sehr schwer regieren, wegen der geografischen Gegebenheiten mit dem Dschungel und auch diesem störrischen Wesen der Menschen, die sich nicht anpassen wollen, sondern eher erwarten, dass sich eben die Welt um sie herum anpassen muss. Und es gibt auch keine klassischen Hierarchien oder Adelsgeschlechter wie im Mittelreich oder in anderen aventurischen Staaten, wo man sagen kann, die Herrscher können ihre Vorfahren zurückverfolgen über 1000 Jahre, weil die Maraskaner an das Konzept der Wiedergeburt glauben.
Das heißt, im Grunde kann jeder, die Seele jedes Königs auch eben im Körper eines Reichsbauern wiedergeboren werden und dann eben wieder König werden. Es gibt nur als Sohn eines Herrschers geboren zu werden, ist da noch keine Garantie, später selber mal Herrscher zu werden. Zumal die Maraskaner auch die Angewohnheit haben, ihre Könige zu erdolchen und auf andere Weise ums Leben zu bringen. Maraskaner sind vielerorts auch verschrien in anderen Teilen Aventuriens als Giftmischer und Attentäter, weil man ihnen eben nachsagt. Moment, du hast jetzt aber gesagt, es gibt einen König. Ja, genau. Es gab Könige. Gibt auch Maraskaner, die fast so eine messianische Erwartung haben, dass bestimmte Könige bald mal wiedergeboren werden und dann alles besser wird oder noch besser. Aber es gibt oder gab selten Königsdynastien, die mehr als ein, zwei Generationen überstanden haben. Aufgrund kurzer Regierungsdauern, oft beendet eben durch Bürgerkrieg oder durch. Okay. Und ja, also wer eben auch einen großen, ich glaube, Raphael hat das auch schon gesagt, aber wer eben auch einen großen Einfluss hat in Maraskan, ist die Priesterschaft der Zwillingsgötter, die eben nicht nur religiös das Leben der Menschen prägen, sondern durchaus auch realpolitisch mit einwirken. Zwillingsgötter, sind das auch Teile der 12 Götter, die einfach nur anders genannt werden, oder sind das andere Götter? Ja, begeben wir uns schon sehr tief in die maraskanische Religion. Also die Maraskaner glauben, dass es zwei Götter gibt, Ruhr und Ghor, die beide gleichermaßen Mann und Frau sind und die Welt, auf der alle Menschen leben, gleich einem Wurfdiskus, einer Flugscheibe quasi zuwerfen. Also die Welt wäre ist ein sich im Flug befindlicher Diskurs, der von Ruhr zu Ghor geworfen wird. Und das Ziel, die Vollendung der Welt ist quasi, wenn dieser Diskurs angeworfen wird, einige Mal angekommen ist. Einige Mal kann er glauben auch, dass er dann gleich wieder zurückgeworfen wird. Da gibt es verschiedene Denkrichtungen. Aber die 12 Geschwister, also die Wesen, die von den übrigen Aventurien oder von weiten Teilen Aventuriens als die 12 Götter verehrt werden, die werden von den Maraskanern eher verstanden als Diener oder Helfer der Zwillingsgötter, deren Aufgabe es quasi ist, die Flugscheibe zu bewachen auf ihrem Weg über die Jahrtausende. Die werden aber nicht mit dem gleichen Respekt verehrt wie im übrigen Aventurien. Das heißt, es gibt keine Tempel der 12 Götter auf Maraskan, jedenfalls keine, die von den Einheimischen besucht werden, sondern es gibt eben nur Tempel der Zwillinge. Und die 12 Geschwister, als die man die 12 Götter dort sieht, betrachtet man eher tatsächlich als ältere Geschwister, von denen man sich mal einen Rat erbittet oder mit denen man auch mal hadert oder schimpft. Aber denen bringt man nicht die gleiche ehrfürchtige Verehrung entgegen, wie jetzt Menschen in Aranien oder im Mittelreich, die den 12 Göttern entgegen. Aber das ist auch ein gutes, schließt zumindest, wo wir David anfingen, die Maraskaner wissen häufig besser, wie es ist. Also es ist tatsächlich, der maraskanische Glaube sagt ja, in Anführungszeichen, Ruhr hat die Scheibe losgeworfen und in dem Moment, wo er im Flug ist, kann er ja nicht mehr über sie verfügen. Also Ruhr kann nicht mehr eingreifen und Ghor kann auch erst etwas tun, wenn er die Scheibe wieder in der Hand hält. Und damit sie auf ihrem Flug halt vernünftig alles verläuft, haben Ruhr die 12 Geschwister eingesetzt, dass sie so ein bisschen ein Auge drauf haben. Und der Standard-Maraskaner, und das muss nicht nur der Hohepriester sein, sondern es kann auch der Reisbauer sein, der sagt halt, naja, das hat jetzt vielleicht hier eine Schwester Peraine einfach nicht ganz richtig verstanden, was Ruhr ihr da gesagt hat. Also eigentlich war es ganz anders gemeint, Peraine. Also tatsächlich ist das genau eigentlich ein sehr gutes Bild, wo die Selbstüberzeugung der Maraskaner auch nicht aufhört, dass genau das dazugehört, dass jeder der Meinung ist, ja, also klar, Peraine kennt sich aus, aber ob die alles richtig verstanden hat? Nee, und eigentlich kann es ja nicht sein. Deswegen gebe ich ihr nochmal einen Tipp, ob sie nochmal darüber nachdenkt, ob Ruhr das wirklich seinerzeit so gemeint hat. Also schon ein spezielles Volk da unten. Ja, okay. Gut, dann gehen wir wieder aufs Festland. Oder die Insel ist groß genug, um auch Festland zu sein. Zum restlichen Teil Aventuriens über Aranien, die Tulamitenlande, da gibt es da unten so mittendrin eine große Wüste, die Wüste Kurm und das Kalifat, wenn ich mir darunter durch vorstelle. Ja, das ist tatsächlich eine, wir waren schon im ewigen Eis letztes Mal, aber auch eine sehr lebensfeindliche Gegend, wo sich trotzdem ein ganz besonderer Menschenschlag auffällt, nämlich eben dieses Kalifat, die sogenannten Novadis. Das ist wiederum auch ein Reich, was halt weniger Städte, sondern mehr Oasen hat, in denen dann Sippenverbände leben. Es gibt eine Handvoll kleinere Städte, auch ein Teil der westlichen Tulamidenlande gehört zum Kalifat dazu.
Und das Kalifat ist tatsächlich so eine Art Glaubensstaat. Ne? Sie verehren den einen Gott Rastullah. Wirklich sagen, es gibt nur einen Gott und das ist Rastullah. Und was die 12 Götter machen, das sind alles Frevler und die Lügner und Betrüger. Je nachdem. Es gibt dann manche Interpretationen, ob dann vielleicht die eine oder andere Göttin vielleicht eine Geliebte von Rastullah ist oder eine seiner Haremsfrauen oder wie auch immer. Aber tatsächlich ist das ein sehr religiös überzeugter Staat. Oftmals schwierig im Spiel, auch in den bisherigen Beschreibungen, denn das ist tatsächlich das exakte Gegenteil zu Aranien, der ist streng patriarchalisch. Und Frauen haben hier erst einmal nichts zu melden. Das macht es schwierig, weil eine konsequent gespielte Begegnung mit einer Heldengruppe, mit weiblichen Heldinnen, würden die eigentlich ignoriert werden. Oder allenfalls die männlichen Helden gefragt werden, warum denn ihre Frauen den Mund aufmachen und nicht versteiert sind. Es gibt natürlich auch gemäßigte Novalis, völlig richtig. Aber er hat eine sehr andere Sicht und ist wirklich sehr dominant. Es gibt die sogenannten 99 Gesetze, die das Leben beschreiben, die auch nicht alle, und ich glaube, es soll auch nie so sein, niedergelegt sind, damit auch die Spielerinnen und Spieler sich selber ein bisschen was überlegen können, was so ein Gesetz ist. Was so die Leitkultur für einen Novadi ist. Und dem folgt er. Man darf nicht von einem Teller essen, den ein Ungläubiger berührt hat oder was auch immer. Und man kann da halt wirklich sehr trifft auf sehr gläubige Menschen. In der Regel kommuniziert man mehr mit Männern eben dann. Und das sind natürlich auch allesamt Leute, klar, die sehr abgehärtet sind. Sie leben in einer Wüste, einer Oase. Da muss man natürlich auch, da wird man wenige Schöngeister dabei haben. Das ist ein sehr kämpferisches Volk auch und Reitervolk kann man auch sagen. Die Pferde sind da sehr hochgehalten. Sind aber nicht so viele am Ende des Tages deshalb, ne, weil auch die Oasen natürlich nicht so richtig groß sind und so richtig große Städte gibt es da einfach nicht. Und es gibt den Kalifen, den obersten Herrn über die Novadis und dessen Wort ist Gesetz und er wird unterstützt von diesen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Name jetzt ist, von diesen Deutern der Schrift, damit kann ich manchmal ergänzen, ich komme mal nicht drauf, wie sie heißen, die so ein bisschen die religiösen Sachen auslegen und wo es natürlich auch unterschiedliche Schulen gibt, also auch da ist nicht alles, alle Novadis folgen dem Kalifen nur, aber in der Regel dadurch, dass sie alle eben Rastullah folgen und er der erste Mann im Staat ist, ist schon ein vergleichsweise sehr sicher im Sattel sitzender Potentat. Ich glaube, ich kann da gar nicht mehr viel ergänzen. Ich glaube, die heißt Mavli, genau, richtig, ja. Diese Schriftgelehrten, Rechtsgelehrten. Und genau das, also das, die Kuhwüste eignet sich eigentlich sehr gut, um so klassische Geschichten, Tausend und eine Nacht, sowas zu erzählen und zu erleben. Also auch mit Magie, die mehr so, ja, wundersam ist, vielleicht nicht so sehr in, also verschriftlicht und vergeistigt wie die Puniner Theoretiker in der Magierakademie und wo man eben auch so, hat das vielleicht auch schon gesagt, ne, mit den herausfordernden Natur kämpfen kann und auch eben mit märchenhaften Geschichten. Es ist auch da, ja, also allein durch die Geografie, es gibt auch da noch manche Lücken, wo man eben auch selbst noch ganz gut eigene Geschichten unterbringen kann, ohne sich gleich in Widerspruch zu setzen zu bisherigen Beschreibungen. Und es ist eben auch dadurch interessant, die Kuhwüste, dass sie an ganz viele andere Länder angrenzt, also im Norden ans Mittelreich und dann im Osten an Aranien und verschiedene kleinere pyramidische Staaten und Stadtstaaten, im Süden an das Einflussgebiet von Al-Anfa und im Westen an das Gebiet, wo das Horasreich seinen Anspruch hochhält. Das heißt, das ist auch ein Gebiet, was ganz viel Berührungspunkte eigentlich hat mit den umliegenden Regionen. Und was geht da öfters mal so, also andersrum. Ihr habt gesagt, die verehren halt diesen einen Gott und da müssten eigentlich alle mit überzeugt werden von, gehen die also regelmäßig dann alle anderen Länder überfallen und möchten ihren Glauben verbreiten oder wie machen die? Regelmäßig ist immer eine Frage der Definition. Ja, das gibt es. Wie gesagt, ich hatte eingangs ja bei Aranien schon gesagt, es gibt den Sultan Hasrabal, das ist ein sehr gläubiger Novadi, der auch das sehr streng auslebt, der eben auch Teile Araniens eingenommen hat und da den Rastullah-Glauben nicht da komplett durchsetzen, aber den schon nach hochhalten. Es gibt den berühmten Überfall auf das Lippische Feld, der von der heiligen Talion-Mehl seinerzeit verhindert werden konnte, als man auch da versucht hat zu expandieren. Es gibt immer wieder Streit im Norden in Richtung Almada. Also ja, es ist schon ein durchaus streitlustiges Volk, will ich jetzt mal sagen, ohne will sie nicht zu sehr abwerten, aber ja, die sind schon
versuchen eine gewisse Expansion, aber sie haben nicht die Mittel, muss man fairerweise auch sagen. Wo soll es auch herkommen? Natürlich sind die Reiche drumherum, sind da einfach, haben auch mehr Ressourcen vielleicht ein Stück weit, aber durch ihre Ehre, ihren Stolz, einen gewissen Fanatismus sind sie auch natürlich immer wieder eine Bedrohung. Ja. Und vom Glauben her jetzt, in den Ptolemidenlanden, sind die eher mehr den Zwölfgöttern oder wie läuft es da? In den Ptolemidenlanden, ja, mehrheitlich die Zwölfgötter, da gibt es noch verschiedene andere alte Kulte, die irgendwo überdauert haben können. Weil auch da nochmal, vielleicht nochmal, das Entscheidende ist ja eigentlich, der Zwölfgötter-Glauben, der kommt ja aus dem sogenannten Silem-Horas-Edikt, was der Kaiser Silem-Horas vor 1200 Jahren mal irgendwann aufgeschrieben und gesagt hat, das sind die zwölf Götter und die müsst ihr verehren. Und alle Länder, die nicht zu irgendeinem Zeitpunkt zu dem damaligen Bosporanischen Reich von Silem Horas oder einem Nachfolgereich angehörten, haben per se erstmal dieses nicht. Die können es übernommen haben aus einer Art Best Practice oder eben von Missionaren oder so etwas. Deswegen, ja, herrscht das schon vor. Aber gerade die Ptolemidenlande, die haben natürlich große, wichtige Tempel der Zwölfe, aber dort gibt es eben auch immer wieder mal alte verborgene Kulte oder unter der Oberfläche etwas, was man nicht so gut kennt, oder auch Tempel in anderen Orten, exische Einflüsse manchmal. Also deswegen, ja, die meisten Leute sind sicherlich zwölfgöttergläubig, aber es hat eben nicht diese Staatsreligion, die sie in den meisten anderen Reichen ist. Ja. Gibt es denn von den David? Ich wollte nur noch ergänzen, der Einfluss der Kulte kann sich da auch stark unterscheiden. Also so ist beispielsweise Fex als Gott des Handels und teilweise auch verstanden als Gott des, der listenreichen und heimlichen Kriegsführung sehr, sehr stark präsent, wird stark verehrt. Es gibt auch offene Geweihte des Gottes, während er sonst, also seine Diener sonst eher im Verborgenen wirken. Und Firun zum Beispiel als Gott der Jagd, aber auch als Gott von Eis und Schnee und Winter, genießt viel geringere Verehrung. Das heißt, es, selbst wenn alle Zwölfe als es gibt sie und man muss sie respektieren, wahrgenommen werden, ist die tatsächliche Verehrung oft sehr unterschiedlich, wie sie stattfindet und eben wie groß und prächtig die Tempel sind. Und ob es überhaupt Tempel gibt der Gottheiten. Oder ob man eben nur sagt, ja, es gibt sie, aber wir brauchen sie ja nicht so dringend, wir kümmern uns eher um einzelne. Ja, das ist jetzt auch meine Frage. Also gibt es denn im Kalifat denn auch Tempel der zwölf Götter? Also es gibt ja zwei, auf der Aventurienkarte zwei große Städte, die Oase Keft und Unau. Das sind die einzigen Städte, die jetzt hier eingezeichnet sind. Gibt es da denn auch ganz klar, ganz klassisch überall so ein Zwölfgötter-Tempel oder gar nicht? Also in den beiden Orten, die du genannt hast, tatsächlich nicht, wenn ich habe. Bin der Meinung, da gibt es tatsächlich... Nee, ich blätter auch gerade nochmal parallel, aber nein, genau. Also in Kef könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, da ist ja Rasthula erschienen und auch in Unau gibt es nur Bethäuser des Rasthula. In Merved, also in der alten Hauptstadt des Kalifats, da gibt es doch einen geheimen Fex-Tempel, kann das sein? Ja, da gab es Was ist aber der, es gibt keine offenen Zwölfgötter-Tempel, die man irgendwie aufsuchen kann. Das kann man schon so sagen. Ja. Ah, okay. Warum gibt es eine ehemalige Hauptstadt? Was ist da passiert? Das führt schon wieder ein Stück weit in die politischen Hintergründe. Es ist so, dass das Herrschergeschlecht des Kalifats, also dass die Familie, die einflussreiche Familie, die den Kalifen stellt, dass die zu früherer Zeit aus Merved kam und nachdem diese Linie aber ausgestorben ist, also nachdem der letzte Kalif aus dieser Linie den Tod gefunden hat, ist dessen Nachfolger, der jetzige Kalif, Malkilla der Dritte, der stammt aus Una und hat quasi seine Heimatstadt dann zur neuen Hauptstadt. Das ist also ja quasi eine Entwicklung, die sich aus den politischen Hintergründen, aus der Historie quasi des Landstrichs. Aber dann ist die alte einfach zerfallen, da wohnt keiner mehr oder ist jetzt einfach nur noch klein und unbedeutend? Merved ist tatsächlich noch die zweitgrößte Stadt, also größer als Keft und hat auch eine Zauberschule, die Zauberschule des Kalifen ist dort noch. Also es ist noch ein wichtiger Ort, ist ja auch außerhalb der Chromwüste, also dann durchaus besser versorgt zum Beispiel. Aber ist halt nicht mehr die Hauptstadt. Ja. Okay, ich habe die Karte dabei offen und ich dachte, es gehört zu den Ptolemidenlanden, Merved. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt das Kalifat können wir hinter uns lassen oder möchtet ihr dazu noch? Da haben wir grundsätzlich. Dann gehen wir weiter nach Westen. Das Horasreich, das Erbe der Nachfolgestadt Bosporans, jetzt noch richtig in Erinnerung habe.
Ja, werden dir die stolzen Horase ja auch genauso erzählen. Faktisch muss man natürlich sagen, ist es ja wirklich nur noch ein Abglanz. Nichts gegen das heutige Horasreich, was sicherlich ein bedeutendes Reich ist, aber das Bosbaranische Reich war ja ein Vielfaches groß und mächtig damals. Die alte Stadt Bosbaran, 5, 6, 7 Mal so groß wie die heutige Hauptstadt Winsalz, die wirklich nur auf einem winzigen Teil der alten Fläche erbaut ist. Ist aber wirklich ein sehr aventurisch gesehen, muss man sagen, sehr fortschrittliches Reich. Also einerseits, was technischen Fortschritt angeht, wo viele mechanische Wunderwerke, sogenannte Winsalter Ei, eine Taschenuhr zum Beispiel, die läuft. Sowas muss man sich im Bornland oder in Torwald, glaube ich, nicht blicken lassen. Das ist für die was völlig seltsam. Die bornischen Kaufleute geht vielleicht noch, aber ja, also da findet man einerseits einige Sachen und moderne Vorteile im Schiffsbau. Die Schivonen und Schivonellas gehören einfach zu den schnellsten und besten Schiffen. Auf der anderen Seite auch, ja, gibt es in diesem Reich, was zwar immer noch einen Horas hat, eine sehr besondere Person, komme ich gleich nochmal drauf zu, gibt es auch tatsächlich die ersten Ansätze von so etwas Verfluchtem wie Demokratie, von Städten, die sich vor einigen Jahren in einem Bürgerkrieg auch aufgelehnt haben, die den Adel komplett rausgeworfen haben, jetzt wieder Teil des großen Reiches sind, aber wo man tatsächlich, ja, sehr viel ja, moderner verhältnismäßig unterwegs ist. Es gibt viele Universitäten und Denkerschulen, Logen und Ähnliches. Und eben, ja, geeint ist dieses Reich derzeit unter dem Horas, der deshalb eine sehr besondere Person ist, weil er tatsächlich kein reiner Mensch ist, sondern der Sohn der vorherigen Kronprinzessin Aldare Firdayon und dem Kaiserdrachen Schafir. Also schon eine sehr besondere Person, auch von einer besonderen Macht, der allerdings natürlich das Erbe seines Vaters in sich trägt, was nicht nur Segen, sondern auch Fluch ist. Natürlich erwartet man von ihm auch Wunderdinge deswegen und er hat zahlreiche Berater, er ist ja auch noch ziemlich jung, weiß auch gerade nicht, volljährig müsste er eigentlich mittlerweile sein, aber er ist also noch wirklich ein junger Mann, der hat auch viele Berater, die um ihn herum sind. Er hat auch schon schwierige Aufgaben übernehmen müssen, war auch mal für 1, 2 Jahre eigentlich nicht erreichbar, weil er sich um einen magischen Kampf gegen die erzdämonischen Splitter verschrieben hat, der ihn doch sehr geschwächt hat. Ja, und darunter, unter ihm lauert natürlich, wie das so ist in so einem Staat wie dem Horasreich, da ist das Parkett doch sehr glitschig und da gibt es Intrigen und ähnliche Dinge, ist jeder auf sein Bestes hinaus, es gibt Geheimgesellschaften, es gibt einflussreiche Grafen, die Dinge zurückhalten, die erpressen und was auch immer. Also das ist eher ein Intrigenstaat, sag ich mal, sehr mächtig, sehr fortschrittlich, eine große Armee, aber viele Einzelinteressen natürlich, die wiederum verhindern, dass man wieder vielleicht so einem Glanz einzigen Bosbaran zurückkommen kann. Aber auch mit Kuslik ist die wohl, ja, die Stadt der Hesinde, 2, 3 Magierschulen, ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind, der wichtigste Hesinde-Tempel, also das ist schon eine der schlauesten Städte Aventuriens in Anführungszeichen. Um nochmal auf dein Eingangsthema hinzukommen, ich würde weniger Spanien im Horasreich sehen, sondern ich glaube eher so ein bisschen Italien hat da Parte gestanden, vielleicht noch ein bisschen Frankreich, aber wahrscheinlich eher so Italien, eben als schon aus dem Mittelalter heraus in Richtung Renaissance hin. Ja. Kulturell in der Art, wie es Theatervorführungen gibt und Mäzenatentum, dass Sänger, Schauspieler, Künstler, Bildhauer und Maler gefördert werden und dass man eben auch stolz darauf ist, zu sagen, wir sind hier ein Hort der Kultur, wo Errungenschaften blühen. Wir sind jetzt nicht eine Grenzprovinz im Norden, die irgendwie sich nur darum Gedanken machen muss, wie hält man den Ork fern von der Grenze oder eben ein ptolemäischer Ort, wo man sagt, dass die sind vielleicht schon, die haben ihren kulturellen Höhepunkt schon überschritten und sind eher im Verfall begriffen, sondern das Horasreich, das liebliche Feld, begreift sich selbst sehr stark als führend in diesen Belangen, sowohl wissenschaftlich als auch kulturell, als auch technisch von der Entwicklung. Es gibt dort auch Manufakturen, also relativ moderne Herstellungsprozesse schon, was auch ein Stück weit zu sozialen Unruhen immer wieder führt, weil eben die ja alteingesessenen Handwerker und Zünfte so ein Stück weit an Einfluss verlieren und ja, also es ist auch eine sehr lebendige Gegend, glaube ich, kann man sagen, und sehr dicht bevölkert, sehr ja, fruchtbares Land auch. Okay, also mein Drachenkind, er hat viele Berater, also flanggrubenmäßig dort, wir haben eine große Armee. Und sind die denn so auch kulturell, sage ich mal, diejenigen, die den Ton dann angeben oder versuchen? Ja, durchaus. Also ein Stück weit ist es schon so, ich würde sagen, es gibt kein Reich und kein Staatswesen in Aventurien, das von sich behaupten würde, wir sind rückständig, sondern alle aventurischen Staaten leben schon in dem Selbstverständnis,
Unsere Kultur ist die wahre und die richtige und die beste. Aber es gibt eben durchaus Länder und Provinzen, die gar nicht die Zeit haben, sich so viel über Dinge wie Kultur Gedanken zu machen, weil sie ganz andere, viel konkretere Probleme haben, sei es eben eine Bedrohung durch einen äußeren Feind oder widrige Lebensumstände, schlechte Nahrungsmittelversorgung, die wilden Tiere, die die Straßen unsicher machen und die Reisewege. Und im Lieblingsfeld hat man eben Zeit, auch sich mehr über solche Dinge Gedanken zu machen. Okay. Dann, es gibt ja eine Regionalspielhilfe inzwischen auch davon, die Sonnenküste. Und da gibt es nochmal extra die Zyklopeninseln, die praktisch östlich vor dem Horasreich liegen. Westlich. Westlich. Die Zyklopeninsel, sind die Teil vom Horasreich? Rechtlich, also politisch ja, muss man so sagen. Auch die Zyklopeninseln sind, haben auch eine wechselhafte Geschichte. Die waren lange Zeit auch dem Mittelreich zugehörig, sind vor einigen Jahrzehnten aber zum Horasreich übergewechselt. Der Seekönig, wie er dort heißt, ist ein Gefolgsmann des Horas. Wobei ich ehrlicherweise die Entwicklung aus der Regionalspielhilfe noch nicht kenne, aber ich denke, das hat sich nicht geändert, behaupte ich mal. Kulturell ist es schon anders, ne? Also auch da, das Vorbild für die Zyklopeninseln ist hier relativ eindeutig das antike Griechenland. Nicht nur, weil dort Minotauren herumlaufen oder ähnliches, aber auch die Krieger dort erinnern sehr an griechische Kämpfer. Und das ist halt schon, das ist ein großes Seesetting mit Schifffahrt, wie man sie auch damals ähnlich hatte, diese ganzen Inseln, wie sie in Griechenland auch sind. Das ist sicherlich ein deutliches Vorbild und auch die schönen Strände, die Wärme und alles, das passt eigentlich ziemlich gut dazu. Die Zyklopeninseln sind sehr verhältnismäßig klein, was Einwohner angeht, haben aber auch jede Menge spannende Hintergründe. Es hat in der Vergangenheit manche Abenteuer dort gegeben und insbesondere gibt es immer wieder Einflüsse des namenlosen Gottes auf die Zyklopeninseln. Und ja, ist auch noch so ein bisschen eine nette Abenteuergegend eigentlich, weil sie auch nicht zu detailliert ist und es ist ein schöner Kontrast, finde ich, zum Horasreich. Das Horasreich, was ja wirklich sehr, sehr kulturell ist, also ne, da einfach auch mit aus großen Städten besteht, hat die Zyklopeninsel doch auch wieder einige Inseln, auf denen noch die namensgebende Zyklopen natürlich auch sitzen, in denen Feenwesen unterwegs sind, wo es verwunschene Wälder gibt, wo man halt mehr die Natur auch thematisieren kann. Ja. Okay. Ich habe mal die Zyklopeninseln, ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Gibt es eigentlich so einen aventurischen Herkules oder so? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, muss ich gestehen. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der diese Bekanntheit hat. Es gibt tatsächlich auch regionale Helden auf den Zyklopeninseln. Das sind Seekönige vergangene Jahrhunderte. Es gibt, ich habe für die Regionalspielhilfe einen Rondrakles tatsächlich eingeführt, der auch ein berühmter Ringer ist. Also denn auch das Ringen spielt in hoher Blüte auf den Zyklopeninseln. Und es gibt Helden, die aber, das sind eher Helden, würde ich sagen, die regionale Berühmtheit genießen, nicht jetzt Helden, die man aventurienweit kennt, weil man sagt, das ist der berühmte sowieso von den Zyklopen. Okay. Dann müssen wir jetzt noch drüber sprechen über Bosporan. Bosporan war auf dem Gebiet vom Horasreich. Weit darüber hinaus. Also die Stadt Bosporan meinst du jetzt, oder das Reich? Das Reich, die Stadt. Also die Stadt ist auf dem Gebiet des heutigen Horasreiches, das stimmt. Nämlich dort, wo heute die Hauptstadt Winsal liegt, nur halt ein Vielfaches größer. Das Bosporanische Reich, das vermutlich größte Reich, was man je gesehen hat, aus Größen von, ich glaube, 42 Murak war es, ne, wo es wirklich deutlich größer als das heutige Mittelreich war, bis zum Sultanat herunter im Norden weithin und im Süden bis nach Al-Anfa. Also das war schon ein riesiges Imperium. Das aber natürlich dann auch genau die Probleme bekam. Ne? Die Größe hat dann sicherlich dann auch zugesetzt. Dann gab es ja auch die... Ja, ich würde hier gar nicht so viel spoilern, sondern lieber umgekehrt Werbung machen und sagen, bleibt doch in der Leitung, da werden wir sicherlich im Rahmen der Zeitalter einige Zeit drin aufwenden. Wie es zum Falle Bosporans kam, wäre ja heute tatsächlich uns allen DSA-Spielern immer noch eigentlich tagtäglich vor Augen gehalten wird, weil die Zeitrechnung ja in Bosporans Fall geführt wird. Ne? Also das war ja wirklich ein sehr, sehr entscheidendes Ereignis der Menschheitsgeschichte, sodass man auch heute nach 1042 Jahren, wo wir jetzt sind, immer noch danach rechnet. Ja. Okay. Dann bin ich möchte sie sonst noch etwas zum Horasreich sagen. Es ist aber auch dann, wenn die sich als Erben vom Bosporan nehmen, sondern auch immer im Clinch mit dem Mittelreich, oder? Ja, also da gibt es auch eine lange und wechselvolle Geschichte, wobei das tatsächlich auch häufig sich eher in
politischem Ränkespiel und Verhandlungen und Drohgebärde widerspiegelt nicht so sehr in ständigem offenem Krieg, zumal man sich eben in bestimmten, bei bestimmten Themen durchaus auch als Verbündete betrachtet, zum Beispiel eben in der Zeit, als ja, die Rückkehr Barbarats eben als große übergeordnete Bedrohung wahrgenommen wurde. Mhm. Und man eben zumindest durch den ja gemeinsamen Glauben an die 12 Götter verbunden ist. Das heißt, es gibt eben durchaus auch Geweihte, die im Mittelreich ausgebildet werden, dann in Tempeln im Vordersreich ihren Dienst versehen und umgekehrt. Und man auch sonst an vielen Stellen eben auf gemeinsamen, auf gemeinsamen Grundlagen fußt, auch etwa was die Zusammenarbeit der Magierschulen angeht. Mhm. Es ist dann eher so ein, die Feinheiten der Diplomatie, sage ich mal. Es gibt dass man sagt, dass der Kaiserhof in Gareth sich als höherrangig betrachtet, eben als der Kaiserhof in Windsor, also dass beispielsweise eben der jetzt Kaiserin, früher Kaiser, die Herrscherin des Hordasreiches, Mutter des jetzigen Herrschers, immer als liebe Tochter ansprach, als Signal eben, dass er sie als untergeben betrachtet, während sie selbst ihn als lieben Bruder ansprach, auch in der schriftlichen Korrespondenz, um eben ganz klar zu machen, nein, wir haben aber den gleichen Machtanspruch. Es ist weniger so, dass da häufig tatsächlich es zu militärischen Konflikten kommt. Das kommt auch vor, das sind aber dann eher kleinere Konflikte, die meistens dann auch ausgebremst werden, bevor sie zu großen Kriegen werden, weil keine der beiden Länder ein Interesse daran eigentlich hat an einem großen Krieg. Da gibt es für beide Seiten wenig zu gewinnen und viel zu verlieren. Okay, dann gehen wir weiter nach Ost, die Echsensümpfe. Da leben die Echsen. Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig als eigenen Staat oder so bezeichnen. Das ist mehr eben ja ein Lebensgebiet, ein sehr unwirksames Lebensgebiet, wo eben auch nur sehr vereinzelt Menschen leben und stattdessen eben mehr Völker, die wir teilweise auch schon kennengelernt haben oder noch kennenlernen werden bei der Betrachtung der Zeitalter. Einmal die sogenannten Echsenmenschen, die Achas, und dann auch Maru und Zeliten und wasserbewohnende oder amphibische Echsenwesen und auch eben all die Tiere, die sich im Sumpf wohlfühlen, von der Riesenschlange bis Moskitos. Mhm. Eigentlich eine Wesen hier statt, das ist Selem. Und das ist auch eine sehr interessante Geschichte hat. Selem ist eine große Stadt, durchaus, also gerade flächenmäßig, die einst aber noch deutlich einflussreicher war. In der Geschichte, also auch da würde ich mal ein bisschen zurückhalten, aber da gab es einige Sachen, die es in Selem zu erleben gab. Heute ist das so ein bisschen so ein Ort, wie soll man das beschreiben? Also tatsächlich so ein bisschen düster, würde ich es mal nennen. Viel im Rausch und Drogen waren Echsenmenschen und normale Menschen leben dort parallel. Es gibt immer noch die Überreste der größten Bibliothek Aventuriens in Selem, wo man super spannende Sachen finden kann und auch in der jüngeren aventurischen Geschichte einige Sachen mal gelegen und gefunden wurden. Also immer ein Ort eigentlich, um hinzureisen, aber ein Ort, wo man auch schnell wahnsinnig werden kann. Also tatsächlich ist das da nicht sehr strukturiert, keine echte Ordnungsmacht, die man sich wenden kann. Ein wichtiges Dolomitenkloster, was auch dringend notwendig ist, weil tatsächlich in Selem kann man, glaube ich, viel Wissen finden und noch viel schneller und endgültiger Wahnsinn finden. Mhm. Okay. Aber Selem ist doch dann klassisch Hexen, oder? Auch dann viel? Also, na, man sagt ja, Selem gab es ja auch ein irisches Vorbild und da war es ja mit. Ja, aber in Selem selber assoziiere ich jetzt zumindest keine Hexen mit, würde auch keine kennen, die von daher kommt. Da sitzen noch ein, zwei alte Magier oder so etwas. Es ist nicht zu detailliert beschrieben, was ich eigentlich auch vorteilhaft finde, durchaus. Also da kann man sicherlich auch ein paar verrückte Hexen hinsetzen, aber es gibt jetzt nicht den großen Hexenzirkel von Selem, der irgendwo Einfluss ausübt oder sowas, ja. Okay, nee, hätte ja sein können, wenn es so einen Name hat. Okay, dann Selem, Hexensümpfe, kann man sagen, sind fast schon durch. Da wohnen die Echsen. Und so mal kleinen, die Echsen, haben die nicht auch mal irgendein Zeitalter hier über Aventurien geherrscht und über Dere? Ja, und zwar deutlich vor den Menschen, auch eine sehr spannende Zeit und mehr davon demnächst in ihrer Runde hier. Ah, super.
Okay, dann gehen wir nach, beziehungsweise nach Südwesten, südlich des Horasreiches, die Stadtstaaten Diana. Was ist das für ein Gebiet? Ich denke, du wirst jetzt später auf Al-Anfa nochmal eingehen, wo ich dann auch definitiv damit den Fortschritt lassen werde. Und deshalb für die Stadtstaaten außerhalb dessen gilt aus meiner Sicht ähnlich wie bei den ptolemäischen Landen. Das ist halt ein Ordnungsbegriff, den man darüber gelegt hat, um es irgendwie als ein Gebiet zu clustern. Aber das sind eben viele kleinere Städte, die nicht unbedingt viel miteinander gemein haben. Also Brabak ist dann noch eine der wichtigeren sicherlich. Mengbilla, Mirham zählt wahrscheinlich auch noch dazu. Und ja, was haben die alle gemein? Die Sitten sind ein bisschen loser als im Norden, sage ich mal, ein Stück weiter. Also Brabak hat die wohl bekannteste schwarzmagische Schule Aventuriens, wo man Dämonen rufen und Geister rufen lernt. Die Sklavenhaltung, gut, die gibt es auch in Ptolemiedlanden auch, ist aber auch sehr exzessiv in den südlichen Staaten. Sehr viel Macht muss man sich erhalten können. Es gibt dort weniger Adelshäuser. Klar, Mirham hat formal einen König, der aber eigentlich nichts zu melden hat. Sondern es gibt, sagen wir mal, einflussreiche, eher Patrizier würde man es vielleicht nennen, wobei Patrizier assoziiere ich zumindest immer eher so mit biederen Kaufleuten, das passt da ja überhaupt nicht, sondern das sind irgendwelche Familien, die sich genug Einfluss und Geld und Waffengewalt gesichert haben und so über die Jahre sich halten können, ohne irgendwie einen echten Titel zu haben und die im Zweifel auch wieder, dem man was wegnehmen kann, wenn jemand anderes dazu kommt, tatsächlich. Ne? Wobei jetzt, also gerade wenn jemand sich den Almanach anschaut, Brabak wiederum liegt dann in den dampfenden Dschungeln. Oh, wenn du noch so weiter differenzierst, okay, dann... Ich habe den Almanach die politische Karte genommen. Das ist sehr schlau gewesen von dir, ja. Ja. Muss ja auch mal sein. Okay, da kommen wir dann nachher nochmal dazu. Also wir haben verschiedene Städte. Torop, dann Mengbilla. Da gibt es auch einen Dolch, den Mengbilla-Dolch. Mengbillana, oder wie heißt der Dolch? Mengbilla, ja. Ist dann ein angesehener Dolch, oder? Es ist doch einfach nur schön, oder? Schön und effizient. Also Mengbilla ist tatsächlich eine Stadt, die von mehreren Gilden regiert. Gilden heißen sie, glaube ich, da auch regiert wird. Und neben der Meuchlergilde, die es da, glaube ich, auch gibt, gibt es zumindest auch die Alchemistengilde. Und ja, dort kann man wunderbar Gift mischen. Und dieser Mengbilla ist ein Dolch mit einem eigenen Giftkanal. Ich glaube, der kommt zurecht aus dieser Stadt. Wo man wirklich, also da, wenn man ein Gift oder ein verbotenes Alchemikum braucht, würde ich wahrscheinlich auch erstmal nach Mengbilla fahren, wenn es genug Geld und Mittel hat natürlich. Oder so skrupellos ist, um im Zweifel die Leute auszuschalten oder zu beklauen. Dann ist Mengbilla eine gute Alternative. Da kann man noch sagen, Mengbilla gibt es zwei Computerspiele, haben mir gerade entfallen. Die heißen, wisst ihr es gerade? Nee, jetzt bin ich auf dem Platz. Satinas Ketten oder? Nee, Satinas Ketten spielt doch in Andergast, hätte ich gedacht, oder? Irgendwas mit B. Blackguards. Blackguards 1 und Blackguards 2. Ja, da habe ich mal von gehört, aber sie nicht gespielt. Okay, also das ist so ein DSA-Rollenspiel in so so ähnlich so Perspektive, so wie Baldur's Gate, nur halt moderner. So leicht von schräg oben. Da spielt man auch eine Heldengruppe. Und da geht's auch in Mengbilla los. Da ist man auch am Anfang ein Sklave, so bin ich, oder Gladiator oder irgendwo. Ein sehr schönes Spiel und da gibt's auch einen zweiten Teil, also Blackguard. Ja, wer da mehr Informationen oder geben will, ein paar schöne DSA. Dann, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, David, Al-Anfa-Kampagne, Rabenkrieg, da schreibst du dran. Kommen wir doch mal zu Al-Anfa. Al-Anfa ist ja aventurienweit bekannt für seine schönen Boote? Al-Anfa ist zunächst mal einfach, ja, also wahrscheinlich für den aventurischen Süden die größte und auch die bekannteste Stadt, ist tatsächlich auch die zweitgrößte Stadt des Kontinents nach Gareth, der Hauptstadt des Mittelreichs. Und ist auch, oder hat vielerorts eben den Ruf, eine sehr verderbte Stadt zu sein. Al-Anfa hat eine hohe Zahl an Beinamen, sowohl schmeichelhafte wie die schwarze Perle oder die Königin des Südens, als auch weniger schmeichelhafte wie die Pestbeule des Südens. Und Al-Anfa unterscheidet sich von den nördlichen Reichen zum einen dadurch, dass eben dort die Sklaverei wichtiger Bestandteil des Wirtschaftssystems ist. Das ist es in den Ptolemidenlanden, da gibt es auch Sklaverei.
aber nicht so präsent wie in der Anfang, wo man wirklich sagt, eben auch ein Viertel der Stadtbewohner sind Sklaven. Und Al-Anfa hat auch ein politisches System, das sehr stark so geprägt ist vom, also oder wenig geprägt ist im Vergleich zu anderen Staaten von einer lange etablierten Hierarchie und von einer ja, Adelsabfolge oder von langen Abfolgelinien, sondern eben sehr stark geprägt ist vom persönlichen Erfolg Einzelner auch. Es gibt nur einige wenige an der Spitze, aber grundsätzlich ist man am Anfang der Meinung, jeder habe die Chance, dorthin zu gelangen und das versuchen auch immer viele. Und klar haben es die schon oben stehen, ein bisschen leichter, aber es ist nie so, dass man sich am Anfang ganz sicher sein kann, nur weil man reich geboren wurde und vielleicht auf dem Silberberg im besten, am höchsten gelegenen Viertel der Stadt lebt, dass man auch seinen Lebensabend noch dort verbringen wird, sondern es ist ein ständiger Kampf. Und das gilt eben sowohl für die ganz armen Al-Anfana in den Elendsvierteln als auch für die Al-Anfana ganz oben an der Spitze, die eben auch untereinander stetig um Macht, um Einfluss, um Vorteile ringen. Und so bietet Al-Anfa eigentlich als Stadt auch sehr viel Möglichkeit für ja, klassische Stadtabenteuer, für Intrigenabenteuer, auch für Detektivgeschichten. Und ja, ist außerdem, was vielleicht noch erwähnenswert ist, auch ein Zentrum des Boron-Glaubens. Der aventurische Boron-Glaube ist geteilt in zwei beziehungsweise drei Kirchenstrukturen. Die in Nordaventurien und Mittelaventurien dominante Richtung ist der Puniner Ritus, wo in Punin, in Almada, im Mittelreich, der Haupttempel steht. Und dann gibt es eben noch den Al-Anfanischen Ritus mit dem religiösen Zentrum Al-Anfa und dem dort lebenden Kirchenoberhaupt und die Kemi, die noch weiter, also in den dampfenden Dschungel quasi ganz im Süden leben, die haben auch nochmal einen eigenen Boron-Kult. Die drei ja, Untergruppierungen der Kirche, die sind nicht so furchtbar weit auseinander, aber sie haben eben doch jeder ihre eigene Ansicht an bestimmten Punkten und auch dementsprechend immer ihr eigenes Kirchenoberhaupt, das sich als einzig wahres, rechtmäßiges Oberhaupt der gesamten Boron-Kirche ansieht. Genau, also ich kann da nicht viel hinzufügen. Al-Anfa ist auch ein Stück weit, als ich gerade bei Maraskar sagte, passt vielleicht auch, polarisiert auch ein Stück weit. Wobei ich glaube, David und ich beides auch eher Freunde Al-Anfas durchaus sind oder zumindest dem Gutes abgewinnen können. Es ist ein Abenteuerschauplatz, der häufig schon angespielt wurde, wo es viele kleinere, größere Abenteuer gibt, die zu erleben sind. Natürlich, wie gesagt, ganz neu jetzt die aktuelle Kampagne, Rahmenkrieg-Kampagne. Und ja, eine gute Mischung eben aus einer gewissen Religiosität, also dieser Einfluss der Boron-Kirche ist allgegenwärtig. Der Patriarch hat eben dort viel zu sagen, aber andererseits auch der weltlichen Macht oder auch da so ein bisschen als Bild. Es gibt diesen benannten Silberberg, wo die Grantenfamilien leben, die insgesamt eine Handvoll Personen sind, der aber, ich glaube, mehr als ein Drittel der Gesamtfläche ausmacht der Stadt. Also das sind auch wirklich, diese Dimension kann man da gut wieder erkennen. Selten hat man da wirklich Reichtum und Armut so nah wie in Al-Anfa und genau, so schnell kann man fallen oder auch aufsteigen und das hat schon manchen Helden motiviert oder er hat sich dann auch vielleicht in der Arena wiedergefunden. Ne? Gladiatorenspiele sind ein wichtiger Teil der al-anfanischen Kultur und die sind eben auch für alles Volk offen, also da kann die Arena steht allen offen, es sitzt vielleicht nicht jeder in der privilegierten Loge, aber es gibt eben für jeden einen Platz in der Arena und die Begeisterung für Gladiatorenkämpfe und auch für Wetten auf Kämpfe wird eben von fast allen Landfahnern geteilt, egal ob sie arm oder reich sind. So, wir hören dich nicht, weil du noch auf Mute bist, aber ich vermute, dass du überleiten möchtest. Ja, auch. Ich wollte erst noch eine Sache fragen und zwar, wirst du viel in der Kampagne da umschmeißen, wenn es um Al-Anfa geht? Kannst du das schon, ohne jetzt so zu spoilern, zu sagen, es wird sich viel ändern oder? Tatsächlich gar nicht so sehr viel. Was ein Vorteil ist insofern, ist, dass die Stadt Al-Anfa selbst in der Kampagne eher der Ausgangsort ist. Das heißt, dieser Krieg, den die Kampagne thematisiert, der findet nicht in Al-Anfa statt, sondern eben ja, im Gebiet südlich davon, dem Kemi-Reich und dem Dschungel. Das heißt, erst einmal sind die Auswirkungen vor allem dort. Es gibt im Ende des Monats erscheinenden letzten Band gibt es einen Anhang, wo wir beschrieben haben, welche Auswirkungen, also politisch, geografisch, es gibt durch diesen Ausgang des Krieges, wie die Helden ihn dort mitgestalten und miterleben können. Aber an den ganz grundsätzlichen Pfeilern der Region haben wir eigentlich nicht gerüttelt, weil wir gesagt haben, das erscheint uns einmal sehr, sehr
gut gewachsen eigentlich über die Jahre. So kennt es halt jeder, so ist man das auch gewohnt. Und das ist auch, es ist auch plausibel, dass sich das so erhält, weil da eben, ja, natürlich Menschen drunter leiden, aber auch viele Menschen davon profitieren, dass es genauso ist, wie es ist und dass da auch dann sehr starke Beharrungskräfte gibt, eben auch die Dinge, den Status quo grundsätzlich beizubehalten. Gibt es ein Abenteuer, das noch nicht ganz so alt ist, mit Rabenblut, was schon sehr viel umgekrempelt hat? Also man kann auch in der Anfahrsachen umkrempeln und ändern. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber noch nicht zu alt. Das kann man natürlich dann auch als Ausgangspunkt nehmen, weil tatsächlich dadurch auch als einiges ermöglicht wird, was dann in einem Rabenkrieg aufgegriffen wird. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Dann gehen wir weiter nach Süden, die dampfenden Dschungel. Da gibt es übrigens auch schon eine Regionalspielhilfe, weil ich es nicht erwähnt habe. Aranien gibt es auch ein. Okay, dampfenden Dschungel. Da ist heiß, dampfig und viel Dschungel und Brabak. Oder? Gibt es da noch mehr? Genau, wobei Brabak nicht Teil der Regionalspielhilfe ist, wenn ich mich recht entsinne, aber die hat ja mehr Fokus auch auf die Dschungel und die Inseln, die Waldinseln insbesondere gelegt, die dort mit angrenzen. Ja, man kann es so sagen, im Wesentlichen ist es das natürlich, man hat hier auch eine besondere Kultur, die ja mit auftritt, ne? Der Nordaventurier vielleicht als die Mohas abtun wird, also jene Dschungelstämme dunkler Hautfarbe, die Eingeborenen dort, von denen ehrlicherweise die Mohaha, glaube ich, wie sie sich selbst nennen, nur der zahlenmäßig größte ist, aber keineswegs der einzige, sondern wo es wirklich sehr viel verschiedene gibt, also verschiedene Kulturen auch, die man dort treffen kann, aber eben nicht in großen Städten, sondern eben eher in kleineren Sippenverbänden, oftmals eher im Landesinneren gelegen, die eine sehr Naturverbundenheit zeigen. Und ja, ich sag mal, hatten wir in Maraskan den giftigen, tödlichen Dschungel, ist es halt hier eher so der klassische Dschungel, wie man ihn aus diversen Filmen dann auch kennt, ne, wo man Abenteuerfilme sich anschaut oder sowas, wo sowas eben vorkommt. Da kann man wunderbare Abenteuer erleben, weil natürlich auch da unter dem Dschungel vieles verborgen liegt, wo es Monster wie Riesenaffen oder Ähnliches noch geben kann, Schwarzoger und natürlich unermessliche Reichtümer liegen. Ein Großteil von Al-Anfa, das hatten wir ja gerade, so ein Reichtum begründet sich auf Minen, die sie irgendwo auf den Waldinseln haben oder auf Gewürzplantagen, wo sie eben Sachen, ich sag mal wirklich in dem Sinne, Gewürze sind ein sehr, sehr hohes Gut in Aventurien, wo sie mit Zimt, die Zimtinseln gibt es dort ja auch und so weiter, eben einfach ein Vermögen verdienen können. Also dort kann man schnell reich werden. Dort gibt es natürlich Piraterie. Das andere, was sicherlich auch noch ein starkes Thema ist, neben den Eingeborenen. Dort kann man also auch schnell alles verlieren. Es erinnert so ein bisschen, ja, vom Setting her an Karibik und eben so, ja, Dschungelregionen, sag ich mal. Ne? Ja. Ja, okay. Also viel Dschungel. Aber gibt es da irgendeine Sache, für die Region da heraussteht? Was? Da tue ich mir schwer, zu antworten. Also, ich sag mal, dieses ganze Thema Seefahrt, Piraten, alte Schätze, das ist schon was, ich finde, sehr präsent ist und was man am besten da einnehmen kann. Also wirklich jemand, der Bock hat, sagt, ich möchte jetzt mal ein Piratensetting erleben, der sollte da unten hinfahren. Und da kann man wirklich, genau, da gibt es das Al-Anfanische Fort, was verborgen in einer Einfahrt einer Insel liegt oder so etwas. Und da könnten auch noch Echsen das Fort vielleicht überfallen haben, weil die Al-Anfaner möglicherweise irgendeinen Schatz gefunden haben. Es gibt die sogenannten Tabus. Also welche Zonen, wo die Waldmenschen sagen, die Schamanen der Waldmenschen sagen, da lauert etwas Böses, betretet diese nicht. Und das hat Vor- und Nachteil. Meistens passiert ihnen nichts, wenn man sie nicht betritt, aber wenn irgendwo was Böses lauert und man es nicht bekämpft, sondern es lieber nur meidet, kann natürlich da auch noch eine Gefahr draus entstehen oder so etwas. Also da gibt es, das ist ein Hort für Abenteuer, die eben, ich sag mal, weniger die soziale Interaktion in den Vordergrund stellen, will ich mal so sagen. Ist eine super spannende Region. Man muss nur halt an die Hitze gewöhnt sein. Okay. Auch so dann, Dinge wie, also ja, so klassische Entdecker- und Schatzsucher-Abenteuer, Indiana Jones-mäßig, die alten Tempelanlagen, uralte Hinterlassenschaften erkunden, längst vergangene Kulturen wieder ausgraben. Und was man auch sagen kann, also die verschiedenen Waldmenschen, Völker, die dort leben, die sind sehr unterschiedlich von ihrer Art. Also es gibt eben sehr freundliche und aufgeschlossene Stämme, die dort leben. Und es gibt genauso sehr territoriale und kampfbereite Stämme.
sodass da auch eine große Vielfalt ist. Man weiß eben nie, wenn man den Dschungel betritt, wo landet man am Ende. Das hat auch so ein bisschen sowas von Entdeckertum. Oh ja, okay. Dann gehen wir weiter nach Osten. Altom und die Waldinseln. Hast schon gesagt, die Waldinseln sind auch mit Teil der Regionalspielfe. Haben wir jetzt im Wesentlichen gerade mit abgefrühstückt. Okay. Altom ist die größte Waldinsel, ich glaube nach Maraskan wahrscheinlich sogar die größte Insel Aventuriens, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Da gibt es, also vieles ist eben gesagt. Altom ist noch so ein bisschen das, haben wir gerade gesagt, Aranien ist das Tor in die Tulaminlande, dann ist Altom vielleicht das Tor auf die Waldinseln. Da gibt es noch kleinere Städte mit, Charypso liegt, glaube ich, auf Altom und Sylla auf der anderen Seite, meine ich. Ne? Charypso liegt westlich und Altain. Ja, genau. Und es gibt da noch so ein paar kleinere Häfen zumindest. Also da gibt es noch etwas Zivilisation als ersten Schritt. Ja, es gibt ein altes Orakel auf Altum, was vor einigen Jahren zerstört wurde natürlich. Auch im Zuge von Borbarats Ankunft. Ja, ansonsten genau passt das, glaube ich, gerade, was wir gesagt haben, auch dazu. Mhm. Okay. Dahinter gibt es noch ganz viele kleine Inseln. Die gilt auch überall das Gleiche. Ich habe hier nur gesehen, da gibt das der Port Störrebrand. Ja. Es gibt ein paar besondere Orte da, genau. Der Port Störrebrand ist ein gehört dem Bornland wahrscheinlich offiziell sogar zu, ist ein wichtiger Handelshafen. Wie gesagt, Gewürze ist genau ein wertvolles Handelsgut. Das zugreifen sich die Bornländer die Möglichkeit darauf hin. Es gibt eine klangvolle Stadt namens Neu-Bosporan, was aber keineswegs ein großes Imperium ist, sondern eher eine, da hält man von die Horasreich die Fahne hoch und die edlen Regimenter, die dort dienen, sind strafversetzte Soldaten, die ein Stück weit hier aufpassen müssen. Und natürlich gibt es noch, das allerdings wahrscheinlich nicht eingezeichnet, weil eher geheime Stützpunkt Al-Anfas, von wo aus die, wie heißt diese Schatzflotte nochmal, David, die Schatzflotte einmal im Jahr aufbricht und genau den Reichtum Al-Anfas begründen. Es gibt diese geheime Flotte, heißt sie, glaube ich, irgendeinen Namen gibt es dafür, wo wirklich die Dutzende von Schiffen voll beladen mit Gewürzen, Silber und Gold aufbrechen nach Al-Anfa. Das ist der Traum eines jeden Piraten, aber natürlich mit mindestens so vielen Begleitschiffen, die schwer bewaffnet sind. Also da ranzukommen ist, wenn man das schafft, ist man einer der reichsten Menschen Aventuriens, aber die Chance ist zu überleben ist sehr gering. Der Adamantenkonvoi. Also Adamantenkonvoi, dankeschön. Ja, das war's. Ja, es ist wieder, die Gegend heißt ja auch Charyptik und das hat viel so dieses karibische Setting eben, ja. Also, haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Ne? Also, kleine Inseln und Piratenstützpunkte, auch unbekannte Inseln, die vielleicht auf keiner Karte verzeichnet sind, wilde Stürme. Okay, dann haben wir jetzt laut dem Russischen Almanach, endet da die Karte. Es gibt eine große Aventurienkarte, da gibt es noch nördlich der Waldinsel den sogenannten Bohrensgrund. Darfst du was sagen? Die kenne ich auch nur von der Karte. David? Ich, warte mal. Das ist also, viel sagen kann ich dazu auch nicht. Das ist ein Gebiet, wo regelmäßig, also es ist nicht das Bermuda-Dreieck, aber es ist schon so ein Gebiet, wo regelmäßig Schiffe verloren gehen. Das heißt, dort würden sich Paktierer, Anhänger der Erzdämonen, der erzdämonischen Gegenspielerin Effatz, der Herrin der nachtblauen Tiefen, herumtreiben. Und das ist auch eine Gegend, also diese Klippen, die dort aus dem Meer ragen, die sind eben der Tod vieler Schiffe schon gewesen. Und es wird eben auch gemieden von allen rechtschaffenen Menschen. Es ist Rückzugsort für Piraten und eben für Schlimmeres. Mhm. Mir fallen jetzt allerdings tatsächlich nicht viele Abenteuer ein, die ich kenne, wo das. Ich glaube, es gibt auch keine Abenteuer, die da spielen. Ja, das ist mehr so, ja. Vielleicht eben genau, offen für eigene. Da kann jeder sein eigenes Abenteuer schon. Okay. Aber da ist nicht dieser geheime Flottenstützpunkt davon. Nein. Der ist auf einer der Inseln. Ah, okay. Der Waldinseln, ja. Okay. Wenn ihr da draußen auch nochmal mehr Karte, Informationen und so, kann ich euch den Dere Globus empfehlen. Da gibt es ganz viel. Ja, Informationen, Verlinkungen zum Wiki Aventurica. Es ist ein Fan-Wiki, in dem fast alles steht. Kann ich euch ja einfach empfehlen. Da könnt ihr dann draufklicken. Dann gibt es eine Info zu den Zimt, was eine von den Waldins oder alt auch über dem Portostörebrand oder Neubosporan. Da steht dann auch so ein paar Infos drin. Ja, ganz interessant. Und jetzt haben wir Aventurien durch, die Reiche durch. Würde ich sagen, machen wir das nächste Mal die Götter. Die Zwölf, die Zwillinge, Rastula. Rastula, ja, genau. Ein paar alte Unheimliche bringen wir bestimmt auch noch mit. Unheimliche alte, gespannt.
Haben wir eigentlich das letzte Mal sind wir auch eingegangen mit einem ehrenden Schwert, was außenrum ist, oder generell noch den der Kontinent haben wir am Anfang gehabt, von der ersten Folge. Genau. Ja. Nein, alles gut. Ist schon wieder so lange her. Gut, möchtet ihr noch etwas sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Mir fällt nichts ein, aber du hast recht, auch der erste Teil ist schon ein bisschen länger her. Ja, natürlich nur das Angebot, wenn ihr was besonders spannend findet oder irgendwas mehr darüber wissen wollt, am besten Feedback geben und dann können wir auch da nochmal tiefer einsteigen. Wir sind ja jetzt punktuell bei einigen Reichen, haben wir uns länger aufgehalten als bei anderen, was vielleicht auch ja gerade unserer Redelaune geschuldet war, aber wenn es da Fragen gibt, einfach stellen und wir versuchen zu antworten. Oder fragen die Experten selber. Gut, okay. Dann, ich danke euch beide für eure große Expertise wieder. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Euch da draußen, wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Fragen, Wünsche, Anregungen könnt ihr uns irgendwo zusenden. Auf unserer Homepage, Facebook, in irgendwelchen Orkenspalter-Foren, da sind wir auch aktiv. Einfach immer raus damit, gerne. Dann wünsche ich euch noch einen Morgen, einen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.